Hi, jetzt geht's weiter mit unserem Hefeteig. Der kann sich noch schön ausdehnen auf dem Blech. Habe ich schon seit 10 Minuten. Sieht man auch, wie schön der ist, ne? Mit seinen ganzen Kugeln, mit den Fingern gedrückt. Schön ausgebreitet. Genau. Und jetzt kommt dann die Soße drauf, die wir ja vorher vorbereitet haben, mit Tomatenmark, Mineralwasser, italienischen und indischen Gewürzen. Ganz lecker gemacht. Und das machen wir jetzt. Gut würzig. Verteilen wir jetzt einen Löffel. Schön überall hin natürlich. So, und jetzt mache ich mal was ganz Spezielles, weil ich bin ja auch so speziell. Meine Kinder ja auch. Und deswegen machen wir die so würzig, die Soße. Da brauchen wir nichts nachwürzen. Ein Ei. Drei Eier in die Mitte. Eins. Zwei und Nummer vier, Nummer drei, jetzt ist Gott. Da brauchen wir jetzt wirklich nichts noch nachwürzen, weil ich habe die Tomatensoße sehr, sehr gut gewürzt. Jetzt machen wir Tomaten, klein geschnittene Tomaten drauf. Den Backofen natürlich schon mal an, auf höchste Stufe Umluft, 250 Grad vorheizen. Der muss richtig heiß sein für Pizzis. So. Die machen wir jetzt nur mal äußerlich hin. Innerlich lassen wir den Ei. So. Und dann habe ich noch Paprika, kann auch zum Ei dazu. Leckere Paprika. Rote, süße Paprika. So, und was fehlt noch? Wer weiß es? Natürlich. Wer sagt am lautesten von euch? Käse. Und das kommt dann in den heißen Ofen. Und was dann das Ergebnis davon ist, das zeigen wir euch dann gleich.